Ihr seid mit dem Trinken noch nicht an der Reihe, ihr Langhälse. Was heißt, wir sind nicht an der Reihe? Wir haben vereinbart, dass alle Familien eine Reihenfolge am Wasserloch einhalten. Ja, das haben wir vereinbart, aber ich dachte nicht, dass das auch unsere Kinder einschließt. Das wäre ihnen gegenüber nicht fair. Es gibt keine Fairness, wenn es ums Überleben geht. Kommt's hart auf hart, dann musst du knallhart sein, weil du überleben musst. Ist der Weg auch schwer, du musst nur knallhart sein, sonst packt dich eiskalte Frust. Sich im Kreis zu drehen, das bringt nichts. Besser ist es, was zu tun. Irgendjemand muss das Steuer halten. Vielleicht du oder du oder du. Wenn's nicht so läuft, wie's gut für uns wär, ist es Zeit, was zu tun. Sonst bereuen wir es hinterher. Drum steht nicht faul herum. Hört auf rumzuschwatzen, Freunde, denn das ist nicht genug. Hört endlich her und sperrt die Augen auf. Hey, Freunde, seid stark. Mein Vater hat mir oft gesagt, Junge, kämpfe unverzagt. Er hat viel für mich gewagt. Ich bin da. Und ich bin stark. Kommt hart auf hart, dann musst du knallhart sein. Man weiß nie, was passiert. Sei stark wie ich, was nützt dir das Zartsein? Nur wer stark ist, kann regieren. Was soll der Streit? Was soll das Theater? Ich bin meiner Tochter ein guter Vater. Ich kümmere mich drum. Ich bring euch Wasser ins Tal. Denn ich bin stark, ha! Unheimlich stark. Für euch bin ich stark, ha! Ja, das ist echt stark. Hm?